Hallo zusammen, da ist er endlich, Cupra Born VZ, und heute beschleunigen wir das Auto. Ich freue mich voll, das ist ja der stärkste Born, den es je gab. Das ist der Bruder vom Volkswagen ID.3 GTX Performance. Der hier hat 20 Zoll Winterreifen drauf, 215, 45 R20. Und es wird jetzt sehr interessant. Ich bin sehr gespannt darauf, wie er sich verhält. Es gibt hier so eine schöne gerade Strecke, da werde ich ihn jetzt ein paar Mal beschleunigen. Er ist warm, Batterie ist auf irgendwie 75% oder so Temperatur. Aber ich habe gelernt bei Hank, bei meinem ID.7, wenn die Batterie zu warm ist oder auch wenn der Motor, wenn ich zu oft beschleunige, dann ist er zu warm und man bekommt nicht voll Power. Deswegen bin ich jetzt ganz okay damit, wenn das nur bei 80% ist. Ladezustand ist auch so ungefähr bei 80%. Der Born VZ hat 240 Kilowatt, nur Hinterradantrieb, kein Allrad. Und der Motor ist der gleiche wie im ID.4, 5, ID.7, Cupra Taverscan und so weiter. Das ist der APP 550 Motor, der normal 210 Kilowatt liefert. Aber hier haben sie ihn ein bisschen gepusht auf 240 Kilowatt. Ich weiß jetzt gar nicht, was das PS ist, ein bisschen über 300. Ich tue die Zahl hier rein. Aber wie gesagt, nur Hinterradantrieb. Taverscan VZ oder ID.4 GTX, ID.5 GTX, ID.7 GTX sind ja Allrad. Und ich habe 210 Kilowatt hinten und dann ich kann maximal 250 Kilowatt abrufen und hier eben 240. Wir werden sehen, wie das so ist. Ich weiß auch nicht, wie sich die Winterreifen jetzt auf die Beschleunigung auswirken. Es ist zum Glück jetzt nicht mehr nass. Heute Morgen hat es geschneit, aber jetzt sieht es gut aus. Ob jetzt so eine weichere Gummimischung bei Winterreifen, ob das jetzt irgendwas ausmacht. Also mehr Grip, zu wenig Grip, zu viel Grip, keine Ahnung. Wir haben einige Fahrprofile hier im Auto, was sehr interessant ist. Es gibt ja Range, also Reichweite, Komfort, Performance, Cupra, Individual. Uns interessieren nur die drei in der Mitte, Komfort, Performance, Cupra. Ich denke, dass der Unterschied zwischen den drei nur das Drehmoment am Anfang ist, wenn man drauf tritt wie ein Irrer. Wir werden es sehen, ob das wirklich, ich will nämlich alle drei testen. Das Tolle ist, ich kann das am Lenkrad wechseln. Ich kann hier einfach am Lenkrad drücken und kann dann durch alle durchgehen. Und wenn ich den rechten drücke, dann bin ich sofort im Cupra-Mode. Und wenn ich wieder drücke, bin ich da, wo ich vorher war. So, wenn ich hier auf Range bin, Cupra, gehe ich auch wieder zurück. Das ist schon toll. Also das gefällt mir schon gut. Aber jetzt fahren wir da schön auf die Gerade und beschleunigen wir erstmal in Komfort, dann Performance und dann Cupra. Der Vorteil, dass es nur Hinterradantrieb ist, ist, dass man immer noch den unglaublichen Wendekreis hat von 10,6 Meter. Oder waren es sogar 10,3? Aber auf alle Fälle unglaublich. So, im Komfortmodus habe ich 6,63 Sekunden geschafft. Es drückt dich jetzt nicht brutal in den Sitz. Man merkt, der Drehmoment am Anfang ist jetzt nicht mega. Aber es ist immer noch eine schöne Beschleunigung. Also zum Überholen oder sowas, alles völlig okay. Im Performance-Modus langsamer, 6,73 Sekunden. Und ich merke es, wenn ich ihn jetzt beschleunige, wenn er schon etwas fährt, da ist schon ein Unterschied. Also bei 80, wenn ich Vollgas gebe, es ist auf alle Fälle mehr Drehmoment. Aber nein, oder? Ganz klein wenig. Aber jetzt machen wir Cupra. And go. Und in Cupra haben wir 5,61 Sekunden und ich glaube, Cupra sagt sogar beim VZ, dass er 5,6 Sekunden von 0 auf 100 brauchen sollte und das passt eigentlich recht gut. Deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh. Und von 80
Ja, man merkt es auch bei der Beschleunigung von 80 auf 100. In Cupra, der beschleunigt um einiges mehr. Das ist volle Drehmoment. 5,6 Sekunden, schöner Wert. Aber langsamer wie die Allradversionen vom Cupra Tavascan oder vom ID4 GTX, ID5 GTX, die 5,3 Sekunden schaffen und bloß wegen 10 Kilowatt mehr. Jetzt ist die Batterietemperatur auf 86%, weil ich jetzt ein bisschen sportlich gefahren bin auch, aber geht schon wieder ein kleines bisschen nach unten, weil ich eben jetzt hier parke. Also er beschleunigt schon gut, hat mir gut gefallen, 5,6 Sekunden. Ob jetzt das so viel Unterschied ist zum ID3 GTX, der nur 210 Kilowatt hat, also wie gesagt, das ist ja der Bruder vom ID3 GTX Performance mit 240 Kilowatt und der andere hat nur 210, nicht gepusht. Und ich habe den ID3 GTX mit Sommerreifen getestet. Ich blende hier mal die Zahl ein, weil ich sich da 0 auf 100 hatte. Und dann muss man noch bedenken, was sagt Volkswagen zwischen ID3 GTX und GTX Performance, was das ist. Also muss man die 240 Kilowatt wirklich haben? Das ist hier so das Beispiel. Muss es der Performance sein oder nicht? Geht das jetzt hier auch? Beschleunigung fand ich gut, aber jetzt ist nicht, oh mein Gott, die Welt geht vorbei, es ist brutale Beschleunigung. Ich mache jetzt das zweite Video, das ich unbedingt anschauen müsst, das kommt dann morgen. Ich will den jetzt ein bisschen sportlicher fahren und vor allem dieser hier, der Cupra Born VZ, genau wie der ID3 GTX Performance, sind die einzigen MEB-Plattform-Fahrzeuge, die 200 km/h fahren können. Alle anderen sind bei 180 abgeregelt oder ID3 Pro und Pure sogar bei 160. Und das ist natürlich interessant. Ich glaube, ID7 GTX ist auch eine 180. Weiß ich nicht. Übrigens, Tavascan VZ schafft 0 auf 100 5,3 Sekunden, aber das habe ich vorhin schon gesagt, glaube ich. Aber ich will sehen, wie er sich in der Kurven verhält, ein bisschen auf der Landstraße und dann auf die Autobahn. Ist der VZ wirklich die 240 Kilowatt? Ist es das wert? Muss man das haben? Power, 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 Beschleunigung und wie ist in der Kurven und so weiter. Ich habe schon ein bisschen was festgestellt, was mir nicht gefällt. Also unbedingt das Video anschauen. Aber Beschleunigung hat mir jetzt gefallen. Es fährt sich schon toll. Schon ein tolles Auto. Wer mir auf Instagram folgen will, BatteryLife1, und wer den Kanal unterstützen will, es gibt einen Patreon-Link in der Beschreibungsbox und hier auf YouTube gibt es Kanalmitgliedschaft. Und wenn ihr wissen wollt, was so hinter den Kulissen passiert, ich habe noch einen dritten YouTube-Kanal auf Englisch, Behind the Battery. Aber das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen, noch einen wunderschönen Tag. Ciao!